Moin aus Paraguay. Zwei Tage haben wir Regen gehabt. Regen über den Welten, wie wir ihn gar nicht kennen. Oder eben nur aus tropischen Gebieten. War schon heftig. Schlauchboot wäre besser gewesen, als mit dem Wagen unterwegs zu sein. Wir wollten auch nach Friesland hin. Stimmt, hier gibt es Friesland. Allerdings ist es aufgrund des Regens nicht möglich gewesen, dorthin zu kommen. Es sind irgendwo um die 500 Kilometer hin. Davon sind 260 Kilometer Offroad. Heißt also ohne Straße, nur mit einem schlammigen Weg. Da hätten wir es vielleicht, wenn was hochkommt, die Schätzung von Eingeborenen, 5 Kilometer geschafft und dann wären wir wahrscheinlich irgendwo abgeglitscht. Ist also leider nicht möglich, nach Friesland zu kommen. In Main-Friesland kann man kommen per Straße. Ansonsten traumhaft hier. Maracuja-Saft steht immer parat. Sehr gut. Und das pur natürlicher Maracuja-Saft, nicht aufgearbeiteter. Wir haben sehr, sehr viele Freunde schon getroffen. Die ersten, die aus Deutschland uns nachgereist sind, sind auch schon da. Heute Nachmittag wird noch jemand abgeholt vom Flughafen. Aus Brasilien sind schon ein paar Leute da. Aus Argentinien auch schon. Irgendwie macht es sich international. Ich finde das herrlich. Das ist richtig schön. Und gehen wir zum Weltbewegenden. Die Honigwarn-Nachrichten vom 21. November 2013, Nummer 226. Montreal. Licht verstärkt die Gehirnaktivität während kognitiver Aufgaben. Zu diesem Ergebnis kamen kanadische und US-amerikanische Wissenschaftler. Die Erkenntnisse ihrer aktuellen Studie tragen dazu bei, besser zu verstehen, wie schnell Licht sich auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Wir waren selbst völlig erstaunt darüber, als wir bemerkten, dass das Hirn selbst dann noch in signifikanter Weise auf Licht reagiert, wenn es sich bei der Testperson um vollständig erblindete Patienten handelt, die über absolut keine bewusste visuelle Wahrnehmung verfügen. Licht, so die Folgerung der Forscher, erlaubt uns nicht nur das Sehen, es sagt unserem Gehirn auch, ob es Tag oder Nacht ist. Und das gewährleistet wiederum, dass unsere Physiologie, unser Stoffwechsel, unser Verhalten mit der Tageszeit synchronisiert wird, informierte grenzwissenschaften-aktuell.blogspot.de. New York. Massive Vergewaltigung jüdischer Kinder durch chassidische Rabbiner, Inzucht durch die eigenen Väter, sagte Rabbiner Nushem Rosenberg, der dafür mündlich und tätlich angegriffen wird. Diese Aussage bekräftigt den gigantischen Vorwurf des französischen Elitekameraden Hervé Roussin, wonach die Vergewaltigung durch Rabbiner, insbesondere von jüdischen Kindern, die Inzucht von jüdischen Vätern mit den eigenen Söhnen gang und gäbe wäre. Rabbi Rosenberg spricht von 50% Opfern, während berichtete democratic-replicants.us. Fukushima. TEPCO hat am Montag mit der Entfernung von 1300 Brennelementen aus der Atomruine in Fukushima begonnen. Zuerst werden jene Brennelemente entfernt, die nicht verwendet wurden. Shunichi Tanaka, Vorsitzender der Nuklearregulierungsbehörde, warnte, dass die Brennelemente sehr vorsichtig behandeln müssen, vor allem, wenn sie im Bauschutt stecken. Brennelemente seien nicht beschädigt, behauptete Tanaka. TEPCO behauptete mittlerweile, dass selbst ein Zerbrechen der Brennelemente ungefährlich sei. Internationale Experten sehen das ganz anders, stellte deutsche Wirtschaftsnachrichten.de richtig. Wenn die Brennelemente zerbrechen, tritt massiv Radioaktivität aus. Die Folgen sind unabsehbar. Und ob in welcher Form die Öffentlichkeit über den tatsächlichen Fortgang der Ereignisse ansatzweise wahrheitsgemäß informiert wird, ist völlig unklar. Unabhängige Beobachter sind bei dem Verfahren nicht zugelassen. TEPCO hatte auch auf die Unterstützung von ausländischen Unternehmen verzichtet. Afghanistan. Der Opiumanbau in Afghanistan hat ein neues Rekordniveau erreicht. Mehr als 200.000 Hektar Schlafmohn wurden laut Zahlen der UN angepflanzt. 36% mehr
als 2012. Das stärkste Anstieg wurde in der Provinz Helmand festgestellt, die bis dato hauptsächlich von britischen Truppen bewacht wird. In dem florierenden Opiumanbau werden seitens der Besatzer nicht nur keine Kosten, sondern auch keine menschlichen Verluste gescheut. Allein im Oktober starben durch Einsätze der NATO mindestens 80 afghanische Zivilisten, die keiner Partei angehörten, in keinerlei Gefechte involviert waren, davon viele Frauen, Kinder, Landwirte, Passanten. Der mit Abstand größte Abnehmer afghanischen Opiums ist die westliche Pharmaindustrie, meinte Gegenfrage.com. Kabul. Hunderte Afghanen, unter anderem auch Studenten, haben in Kabul und Jalalabad im Westen des Landes gegen die Sicherheitsabkommen mit Amerika demonstriert. Die Demonstranten riefen Parolen gegen die USA, blockierten aus Protest den sogenannten bilateralen Sicherheitsabkommen, die Hauptstraße von Kabul nach Jalalabad. Am Donnerstag soll sich der Waisenrat, der Loya de Yerga, über dieses Abkommen beraten. Besagtes Abkommen sieht vor, dass US-Truppen auch nach 2014 im kriegsgebeutelten Afghanistan bleiben. Die Demonstranten warnten den Waisenrat vor einer Annahme des Abkommens. Dieser Rat repräsentiere nicht das afghanische Volk. Am Montag hat es ähnliche Demonstrationen in der Hauptstadt Kabul gegeben. Zurzeit sind bis zu 43.000 US-Soldaten in Afghanistan stationiert, zählte German.ir auf. Washington DC, New York. Geständnisse eines quantitativen Lockerers, so machte das Wall Street Journal die öffentliche Entschuldigung des ehemaligen Fed-Mitarbeiters Andrew Huszar auf. Die Kernaussage des Artikels lässt sich mit folgenden Worten Huszars zusammenfassen. Wir gingen auf große Anleihekauftour, die angeblich die Main Street, die Realwirtschaft also, helfen sollte. Sie wurde stattdessen zu einem fetten Braten für die Wall Street. Huszar gab offen zu, dass die Fed das QE-Programm schon nach der ersten Runde hätte stoppen sollen. Er merkt zudem an, dass der Flash Crash im Mai 2010 der Grund gewesen sei, warum die Fed das QE-Programm weiterführte. Die Beziehung zwischen Wall Street und Zentralbank festigte sich immer mehr, sodass es für eine Rückkehr einfach zu spät gewesen sei, stand bei goldseiten.de. Washington. Die USA haben angekündigt, Israel demnächst 6 Hightech-Fluggeräte vom Typ V-22 Osprey liefern zu wollen, die für einen Angriff auf iranische Atomanlagen eingesetzt werden können, meldete stasiw.wordpress.com. Israel, Syrien. Israel hat schon wiederholt Kriegshandlungen gegen Staaten unternommen, die sich seiner zionistischen Politik widersetzten. Die gegenwärtige Serie israelischer Bomber- und Raketenangriffe auf Syrien soll der bewaffneten syrischen Opposition und den islamischen Söldnern helfen, die Regierung in Damaskus zu stürzen. Außerdem will Israel damit die bevorstehenden Friedensverhandlungen sabotieren, wusste natvandare.blogspot.se. Es ist schon traurig, dass es sonst von der westlichen Welt so hingenommen wird, dass Israel sich überall einmischt und sie meinen, die Länder in der Umgebung müssen nach ihrer Pfeife tanzen und wenn nicht, dann sollen sie zerstört werden. Es ist eine Frechheit und eine Schmutzigkeit sondergleichen dieses Herrn Netanyahu, wenn man ihn überhaupt als Herrn bezeichnen kann, der noch nicht mal Netanyahu heißt, sich so durchsetzen zu wollen und sein Nichtrecht durchsetzen zu können. Mit Hilfe der USA. Schlimm. Hamburg. Das ENA-MAG macht sich Sorgen um die Sorgen des Kriegstreibers Netanyahu. Rhetorische Frage: Wie gefährlich ist Irans Atomprogramm wirklich? Es sollte einem sogenannten Nachrichtenmagazin doch nach so vielen Jahren nicht entgangen sein, dass nicht der Iran im Besitz von Atomwaffen ist, sondern Israel. Etwa 2,5 Stunden später, Netanyahu ist ein Sabotagestratege, der eine Einigung im Atomstreit zwischen dem Iran und der 5+1-Gruppe um jeden Preis verhindern will, schrieb principis-obstar.blogspot.se. Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Netanyahu hat davor gewarnt, dass iranische Atomwaffen auch Deutschland bedrohen könnten.
Ein Wahnsinniger, der um die halbe Welt läuft, jedem erklärt, der Iran sei eine Bedrohung. Dabei ist die wirkliche Bedrohung der Politik der Atommacht Israel, verkündigte wahrheitsgemäß marialurblog.com. Wie wir alle wissen, oder respektive die meisten von uns wissen, hat Israel mindestens 320 Atomsprengköpfe geschenkt bekommen von der VSA. Und das schon sehr früh. Sie hatten also nicht erst die jetzt in den letzten Jahren, die ersten Atomsprengköpfe hatten sie schon in den 60ern. Und wir helfen ihnen dabei mit geschenkten U-Booten, die unter anderem einen größeren Rohr haben, ein Raketenauslassrohr, sag ich mal so einfach, als das normale U-Boot gehabt hätte. Sprich, ist dieses Rohr, Torpedorohr, Raketenabschussrohr, ist angepasst worden auf die derzeitige Größe der einzubauenden Raketen. Von uns umgeändert. Von der HDW. Sizilien. Auf der Insel Sizilien ist derzeit ein seltenes Naturereignis zu beobachten. Der Vulkan Ätna spuckt riesige Rauchringe in den Himmel. Wie genau die Kringel entstehen, bleibt Forschern und wetteronline.de ein Rätsel. Griechenland. Das Phänomen der Energiearmut in Griechenland hat ungeheure Dimensionen angenommen. Da tausende Haushalte nicht in der Lage sind, die durch Abzocken und gemeine Steuern aufgewährten Stromrechnungen zu bezahlen. Wie wir wissen, sind in Europa, speziell bei uns, auch bei den Griechen und anderen natürlich, die Strompreise immens hoch. Wenn ich die hier vergleiche, hier verbraucht ein Hotel in dieser Größenordnung, wie wir hier beim Peter sitzen, im Lipa Hotel, maximal, na, wenn es hochkommt, 15 bis 20 umgerechnet Euro an Stromkosten im Monat. Maximal. Mehr als 350.000 Eigentümer und Mieter von Immobilien vermögen nicht, fristgemäß den auf den Stromrechnungen angeführten Betrag zu entrichten, was zum Ergebnis hat, dass sie tagelang ohne elektrischen Strom bleiben, weil ihnen die Stromversorgung gekappt wird, sorgte sich griechenland.blogspot.gr. Es ist eine mehr als eine Frechheit, mit welcher Kraft da die Energie nicht weitergegeben wird und die Leute damit erpresst werden, diese Kosten, diese hohen Kosten zu zahlen. Wenn der Strom weg ist, ist auch die Selbstständigkeit, auch im privaten Bereich, völlig lahmgelegt, weil wir zu sehr davon abhängig geworden sind, leider. Nochmal Griechenland, Troika und griechische Regierung, kurz erzählt, von den Steuern aus 2012 ist nicht mal ein Drittel bezahlt. Die nächsten Steuern wie Kfz-Steuern und so weiter stehen bereits an, weil die Leute eben nicht können. Ende der Durchsage. Die Renten- und Krankenkasse sind mehr als pleite. Man muss doch merkwürdigerweise Buchungstricks, wie eine Kasse leiht der anderen für einen Monat Geld, sicherstellen, dass die Renten überhaupt gezahlt werden können. Es geht nichts mehr. Die Karten liegen auf dem Tisch. Die Troika fordert weitere Kürzungen, Einsparungen, Steuererhöhungen, die die griechische Regierung nicht mehr durch das Parlament bringen könnte, selbst wenn sie wollte. Und die Leute eh nicht bezahlen können, selbst wenn sie wollten, konstatierte dasgelbeforum.de.org. Man versucht wirklich, hier in diesem Fall Griechenland, einfach auf die Erde zu werfen. Und einen Konkurs darzustellen, um dann etwas anderes mit aller Macht durchdrücken zu wollen. Übernahme durch die sogenannten Eliten, was sie ja zum Großteil schon gemacht haben, aber sie wollen eben alles haben. Und die Troika ist so ziemlich das Übelste, was man sich im finanziellen Bereich, im Wirtschaftsbereich vorstellen kann. Wo sie hingehören, muss ich euch nicht erklären, ihr wisst es. Island. Als die isländischen Banken 2008 unter einem Schuldenberg von 85 Milliarden Dollar zusammenbrachen, eilten Dutzende von Hedgefonds herbei, um davon zu profitieren.
gläubige Ansprüche aufkaufen, Gewinne einstreichen. 5 Jahre später warten sie immer noch darauf, freute sich Fonds.com. Womit sie nicht gerechnet hatten, war der Widerstand der Isländer gegen die spekulative Wall Street-Kultur. Während Lehman in den vergangenen 5 Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar an Besitzer von Forderungen ausgezahlt hat, erhielten die Hedgefonds für die Ansprüche gegenüber den isländischen Banken bisher noch keinen Cent. Die neue Regierung, gewählt im April, hat vorgeschlagen, den Firmen nur einen Teil ihrer Forderungen auszuzahlen. Natürlich wäre es ihnen sehr lieb, wenn sie uns völlig enteignen, das Geld in die Staatskasse einzahlen könnten, sagte Andrew Gent, Repräsentant von Heyman Capitals Management LP in Dallas. Aber dafür gibt es keine Grundlage, weder im isländischen noch im Völkerrecht. Oppeln. Wie Radio Oppeln berichtete, wurde kürzlich die ersten 2-sprachigen Stationsschilder, polnisch-deutsch, an Bahnhöfen in Polen aufgestellt. Diese Ortsschilder stehen nun entlang der Bahnstrecke Częstochowa-Oppeln. Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Kronstau sagte Radio Oppeln, dass diese Schilder ein Alleinstellungsmerkmal der Region seien und die dortige Vielfalt widerspiegeln würden, tat baltische-rundschau EU-Kont. Es tut sich langsam was, eben wie gesagt, sehr langsam. Aber es zeigt eigentlich dahin, wo der Weg lang geht in der nächsten Zeit. Deutschland, Europa, Welt. Aus einem Netzbrief, Professor Merrick, Ben-Gurion-Universität Israel und Mitglied des Sozialministeriums Jerusalem, schrieb, die beiden ersten Naturgesetze von Dr. Hamer genießen allgemeine Akzeptanz. Dr. Hamers Entdeckungen werden gelehrt an der Universität von Peru und Bolivien. Viele europäische Universitäten, speziell Medizinprofessoren, Amtsärzte, Mediziner, haben die germanische Heilkunde überprüft und für richtig befunden. Die Deutsche Krebsgesellschaft weigert sich im Klüngel mit der Universität Tübingen seit 1981 vehement, die von Dr. Hamer angebotene Überprüfung seiner Entdeckung durchzuführen, obwohl dies innerhalb von 3 Tagen über die Bühne gehen könnte. Wer dahinter steckt, ist klar. Vor Gericht hat die Universität Tübingen nicht bestritten, die germanische Heilkunde längst geprüft und für richtig befunden zu haben. Warum wird diese Erkenntnis mit Absicht weiter verheimlicht? Gucken wir uns nur die Loge Grand Oriental an, die in den 70er Jahren Dr. Hamer erpresst hatte und die neue germanische Heilkunde übernehmen wollte, allerdings ohne germanische im Wortlaut, sondern nur die Heilkunde, und wollte sie denn als israelische Erfindung darstellen. Das ist eine der Begründungen, warum Dr. Hamer seit Ende 70er Jahre gejagt wird. Vielleicht können wir sogar demnächst etwas dazu beitragen, dass noch mehr Wahrheit ans Licht kommt. Viele, viele bemühen sich da schon. Und das ist gut so. Berlin. Aus dem der Welt vorliegenden Abschlusspapier der Arbeitsgruppe Digitale Agenda geht hervor, dass die Große Koalition jedem Schüler in Deutschland ein mobiles Endgerät in Form eines Smartphones oder eines Tablet-Computers kostenlos zur Verfügung stellen wird. Diagnosefunk bezeichnet die Pläne der geplanten Großen Koalition auf unbedacht und verantwortungslos, da ausreichende Erkenntnisse zur schädigenden Wirkung digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche vorliegen, warnte zu Recht eindringlich diagnosefunk.org. 30 Jugendliche im Klassenzimmer mit strahlenden Geräten, das bedeutet eine verantwortungslose Gesundheitsgefährdung. Ein Diagnosefunk-Aufarbeitung der Studienanlage zu WLAN aufgrund der Forschungsdatenbank der Bundesregierung ergab Auswirkungen der Strahlenbelastung wie verminderte Konzentrations- und Lernfähigkeiten, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Anstieg von ADHS, Spermienschädigung, Auslösung von Epilepsie, Zellstress bis hin zur Krebsgefahr. Und man will es trotzdem durchsetzen. Warum? Die Begründung wissen wir auch alle. BRED. Wer seinen Fahrstil überwachen lässt, wird bald belohnt. Ein Anbieter von Fahrzeugversicherung hat angekündigt, ab 2014 in Deutschland einen sogenannten Telematiktarif einzuführen. Zum Preis der ständigen Kontrolle gibt es dann verbilligte Beiträge für besonnene Autofahrer. Lockte Spiegel.de, willige Schlafmichel. Warum das gemacht werden soll, ist klar. Es wird mit Geld gelockt. Oh, da können wir ja sparen.
und die totale Überwachung beginnt mit dem Kfz, auch über die Maut. Düsseldorf, Berlin. Die Zahl der Organspenden ist in diesem Jahr mit bisher 754 auf einen neuen Tiefstand gesunken. Kann ich nur Beifall zu sagen. Sollte noch weiter runtergehen auf null. Dieses sind fast 16% weniger als in den ersten 10 Monaten des Vorjahres mit damals 892 Spenden. Wie der Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Mordhelp und Mordhelfer Rainer Hess letzten Dienstag beim DSO-Jahreskongress in Berlin mitteilte, so handelsblatt.com. Nochmals Berlin. In Berlin gibt es weder Kritik an Betreibern von Flüchtlingsheimen oder wieder Kritik an Betreiber von Flüchtlingsheimen. Nun steht eine Unterkunft im Mittelpunkt, die nur 3 Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt ist. Hier weisen Freiwillige auf Probleme der Leitung hin und werden aus den Heimen geworfen, schrieb german.ruvr.ru. Wenn sich hier noch mehr regen würde, würde ich das sehr begrüßen. Absolut. Allgäu. Ich will Bauer sein, früher war ich Zerstörer, sagte Franz Josef Kügel und streicht seine Kühe. Früher habe ich Hochleistung von ihnen gefordert, sie das ganze Jahr in den Stall gesperrt, mit Kraftfutter und Medikamenten vollgestopft, sie entthront, bis sie krank waren. Kügel hat umgestellt, sich und seine Kühe. Täglich im Weidegang, nur Gras und Heu als Futter, keine Enthornung mehr. Sie geben zwar weniger Milch, sind aber gesund und leben länger. Genauso denken und handeln immer mehr Bäuern im Allgäu, hören mit der Hochleistungsmilchwirtschaft auf, freute sich br.de. Es hat schon was, wenn die Bauern langsam anfangen umzudenken und wieder die Tiere Tiere sein lassen und wir sie so benutzen können, wie sich das für ein Tier gehört. Auch da sollte ein bisschen Ehre im Spiel mit sein und nicht einfach nur behandeln, als wären sie gar nichts, als wären sie ein Stück Dreck. Das ist falsch. Das ist übrigens eine der Begründungen, warum ich seit Pfingsten kein Fleisch mehr esse. Und diese Vollstopfung von Pharma und diese Misshandlung der Tiere insgesamt. Deutschland. Wasser und nicht nur zum Trinken wichtig, auch für Gesundheitspflege. Hier in unserem sicheren Deutschland haben Sie sich sicherlich über eine regelmäßig tägliche Hygiene gewöhnt. Dient nicht nur Ihrem Wohlbefinden, sondern auch Ihrer Gesundheit. Ständig warm Wasser, Kaltwasser in der Dusche, Bad, Küche, Toilette. Das muss nicht immer so sein. In Ihrem Haushalt gehört deshalb ein Vorrat an Seife, Waschmittel, Zahnpasta. Ein rechtzeitiger, aufreichender, reichend großer Vorrat an Wasser zum Waschen, Spülen, behelfsmäßigen Spülung der Toiletten ist besonders wichtig. Die Krisenvorsorge kommt. Und denkt bitte dran, Zahnpasta möglichst die derzeitige raus, die Seifen, Waschmittel möglichst weg. Nehmt euch natürliche, biologische und biologisch auch abbaubare Mittel. Sie gibt es. Wir haben sie oft genug vorgestellt. Oder seht in den Shop mit der Seite. Die gute Nachricht von gutenachrichten.com.de. Der Spitzwegerich ist eher eine unscheinbare Pflanze am Wegesrand und auf trockenen Wiesen. Doch was so unscheinbar aussieht, da steckt viel drin. Verschiedene Wegericharten kommen bereits seit Jahrtausenden in der Heilkunde zum Einsatz. Das Spitzwegerich stillt den Hustenreiz, hilft bei Haut-, Schleimhautentzündung. Deshalb wurde die Pflanze vom Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde in der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2014 gekürt. Licht aktiviert das Gehirn selbst bei vollständig blinden Menschen. Gekürt, richtig. Und dazu hilft eben auch unter anderem das Licht, was wir vorhin schon im Beitrag hatten. Und das war es mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr seht, es wird langsam bedeckt. Eben war es noch strahlend blauer Himmel. Es soll aber heute schön hier bleiben. Und wir werden heute noch Richtung St. Bernardino fahren. Morgen fahren wir dann zu einer Straußenfarm, werden uns die ansehen. Und am Sonnabend haben wir dann hier das Treffen. Und am Sonntag werden wir abgeholt von Freunden und fahren
in ein ganz anderes Gebiet hier hin. Das sind auch ungefähr 200 Kilometer von hier entfernt. Auch die Witterung ist dort etwas anders als hier. Ja, und wir werden uns dort, oder es wird uns dort einiges gezeigt und wir werden uns dort einiges an Wissen abholen. Wir sehen uns wieder und wir hören uns wieder. Morgen macht Conny die Nachrichten, weil wir schon wieder unterwegs sind. Danke und tschüss. Euer Honigmann. Tschüss.